Sigurd hin? Oh, gute Frage. Ulfi, schön dich zu sehen. Was sieht? Den kann ich nicht aufbessern. Ich hab's jetzt gerade im Boxing. Ach, da hinten. Dann können wir mal kurz gucken. Der schaut schon irgendwie so bekannt aus, oder? Gibt's immer noch einige Personen zum Entdecken? Na gut. Schauen wir mal, dass wir sie gut finden. Wo versteckt er sich? Da hinten? Aber die ganzen Gräber. Seine Stimmung ist düster. Was machst du hier draußen? Ich habe dich gesucht. Sigurd. Drak starb im Kampf um meine Ehre? Das dachte er. Dann war er ein Narr. Meine Ehre muss nicht verteidigt werden. Sie ist unerschütterlich und ungetrübt. Ich bot ihm einen Ausweg an, aber... Lass die Vergangenheit ruhen. Zwischen damals und heute liegt ein Graben so tief wie der Tod. Ich wurde geprüft, Eivor, in einem Schmelztiegel aus Blut und Feuer. Und in meinem Schmerz wurde ich neugeboren. Du denkst, ich sei nicht mehr so groß wie zuvor. Doch das stimmt nicht. Ich bin noch größer. Mein Geist ist eine Quelle der Vorhersagungen. Visionen, die mir zeigen, wer ich bin. Allein dafür bin ich für all mein Leid dankbar. Sigurd, ich möchte es ja verstehen. Aber all das, was du sagst, ergibt wenig Sinn. Basim sah all das in mir. So wie auch Fulke. Sie war grausam, aber sie hat die Wahrheit gesagt. Ich bin mehr als der Mann, der ich war. Mehr als die gebrochene Gestalt, die vor dir steht. Sieh genauer hin, Eivor. Sieh mich an. Sieh selbst, was sie in mir gefunden haben. Siehst du es? Meine wahre Größe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Sieh, das ist das Gesicht eines Gottes. Ich sehe nur meinen Bruder und ältesten Freund, der wieder dort ist, wo er geliebt und verehrt wird. Da, wo er hingehört. Du bist gütig. Doch dein Blick wird von einer Vergangenheit getrübt, die ich nicht länger sehe. Unsere Wege haben sich getrennt. Geh. Ich möchte allein sein. Geh zurück zu meinem Fest und betrinke dich. Feiere für mich die Tage, die uns erwarten. Neuer Brief. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Oh, vielleicht geben wir einen Beherrschungspunkt aus. Grüße, Eivor. Dass du so gut gelaunt bist, wie hier dann Mo. Hm. Was geschah gestern? Du und Sigurd seid während des Festmahls verschwunden.
Und bei unserer Rückkehr ging er gleich in unsere Stube, ohne ein Wort. Wir haben geredet. Ich hatte so viele Fragen und er nur wenige Antworten. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen. Sigurd will mir die Schuld an jedem Unglück geben, das ihm widerfuhr. Doch seine Rettung rechnet er mir nicht an. Ich verstehe es nicht. Und doch spricht er mit dir. Mich bedenkt er mit eisernem Schweigen. Also, was nun? Das ist für Suzexe. Wir brannten es nieder, um einen Mann zu retten. Doch er ist kaum noch der Mann, nach dem wir suchten. Wohl wahr. Okay. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Hallo, die Waldfee, jetzt gibt es ja immer noch was. Und oben auch noch. Was erwartet mich in Jofovikshir? Halfdan Ragnarsson, Eroberer des Nordens, schickt Grüße. Er wünscht sich, mit Eivor Wolfsmal persönlich zu treffen. Jarl Halfdan, ich habe seinen Namen so oft gehört. Es scheint mir, wir kennen uns bereits. Er ist in einen Krieg mit den Pikten der nördlichen Hügel verwickelt. Ich vermute, er will deinen Rat oder deine Axt. Wenn du ihn treffen willst, so bittet er dich, in sein Kriegslager zu kommen. Es befindet sich hier. Na gut. Auf zur nächsten Quest. Ich breche gleich auf. Gib Acht, Eivor. Jofovikshir befindet sich im Krieg mit den Pikten, einem stolzen Clan, der jenseits des römischen Walls lebt. Ich dachte, es geht ein Ende zu. Okay, der scheint ein wenig sauer zu sein. Wo ist der jetzt hin? Was klar, Großer? Na gut. Das Ding da nicht mitgenommen. Da müssen wir her, ne? Ich dachte, das war's jetzt im Großen und Ganzen. Hm. Jetzt kommen wir schon wieder neue Quests. 182 Meter, ist das auf der anderen Seite? Ne, warte mal, unten, ne? So, aber ne, das ist jetzt oben. Da ist dann genau. Was ist der Felsvorsprung? Ah, da oben. Wir lassen niemanden zurück. Sei gegrüßt, Eivor Rabenschwinge. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Faravid, wir trafen uns in Jofovik, beim Julfestmahl. Das Julfest-Blutbad, ich erinnere mich. Was führt dich hierher? Jarl Halfdan, er rief mich. Ist er in der Nähe? Nicht mehr. Der Kampf mit den Pikten war hart. Wir wurden getrennt. Neuer Angriff von den Hügeln. Geht herum! Seid auf der Hut! Pikten. Oh. Sie werden sich nicht freuen, mich zu sehen. Hier ein Stein für deinen Schädel! Du bist tot! Minute! Guck mal, noch welche. Weit
gesagt, Futter für meine Achse. Achso, jetzt habe ich mal noch was dagegen. Da bist du kalt mit euren Oberkörper. Geben dir Rückendeckung. Sein Schrecken muss erst mal ein paar Bären fressen. Alles klar, ja. Bist du verletzt? Alles klar. Wenn wir heute sterben, trinken wir am Abend mit Odin. Egal wie, wir werden siegreich sein. Für Tor! Ja, jetzt kriegt der Schiss, ha? Cooler Auftritt. Du verdankst mir dein Leben, alter Freund. Wieder einmal. Halfdan Ragnarsson, dass wir uns auf dem Schlachtfeld begegnen, ist sicher ein gutes Zeichen. Ich kenne dich nicht. Bist du ein neuer Hund, Farrawitz? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Eivor, ja. Dir verdanken Könige ihre Krone. Mit Hilfe meiner Brüder Ivar und Oba in Mercia und mit Finn in East Angla. Die Geschichten ließen mich fürchten, du wärst größer. Diese Angst hast du nicht oft, vermute ich. Du bist meinem Ruf also gefolgt. Doch der Zeitpunkt ist schlecht, wie du siehst. Zu viele hier sind ausgelaugt, kampfgeschunden, durstig. Farrawit, lass deine Männer Scheiterhaufen für die Toten aufschichten. Sofort, mein Jarl. Nicht hier, nicht jetzt. Okay, es war geheim, ne? Dann nach Doncaster zum Siegesmahl! Der älteste Sohn von Ragnar Lodbrok, so sagt er. Was hältst du von ihm? Eine heldenhafte Erscheinung. Der erste Eindruck ist mächtig. So gefällt es ihm. Willkommen in Jofovikshire, Eivor. Danke, Farrawit. Ich hoffte, euer Jarl würde mich auch willkommen heißen. Doch sein Vertrauen will verdient sein. Bist du deswegen hier? Um Halfdans Vertrauen zu gewinnen? Platz an seinem Tisch zu finden? Ich habe meinen eigenen Tisch. Was ich will, ist ein Band der Freundschaft zwischen den neuen Herren Englerlands. Zu denen du dich auch zählst, vermute ich. Ich suche einen Verbündeten, keinen Herrn. Nun, es gibt nur einen Herrn von Northumbre. Ihr habt den Jarl gehört. Holt euch die Werkzeuge und fangt an. Ehrlich? Muss ich da runter? Hm.
Irgendeinen blöden Fisch trifft man auch immer in der Menge, oder? Laufe ich ja nicht zu Fuß? Das ist doch nicht so schön, mit den anderen Fisch da drin, oder? Die römischen Giganten haben sich mit dieser Feste selbst übertroffen. Mal schauen, was hier so ist. Hallo? Wo würde Jarl Halfdan Hof halten? Oh. 62 Meter nach oben. Ja, schon in Ordnung. Irgendwie. Es ist irgendwie zu Pferd scheiße zu erreichen. Oh. Teufel, ich dachte, da geht's jetzt rein. Naja, gut. Geh mal halt klettern. Hallo? Du, willst du die Schnelligkeit deiner Fäuste prüfen? Sei gewarnt, Mann. Ich hämmere mit bloßen Händen Nägel ein und erwürge Seeungeheuer. Willst du dich trotzdem messen? Schnell und stark magst du sein, doch es ist der Rechtschaffenste, der den Kampf gewinnt. Aber Seeungeheuer hat man kann nichts sehen. So wie hier gibt. So ist, was du kannst. Oh, Wolle. Du kämpfst wie besoffen, Alter. Du hast gut gekämpft, Namenloser. Aber hier endet deine Legende. Die hat hier niemals angefangen. Rein, du der Bade! Jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Er sollte guten, ehrlichen Mehl trinken. Bitte, meine Frau ist krank. Ich werde bald... Bist du eine Nonne? Ich dachte, Nonnen zögen sich an wie Gänse. Aber gar nicht. Ich bin Moira aus Wieke, Halfdans Kräuterkundige. Er ist sehr krank und ich versuche, ihm Hoffnung und Beistand zu geben. Ich sah ihn kämpfen. Da war er bei bester Gesundheit. Dank meiner lindernden Tränke. Entschuldigst du mich? Ich werde bald zu ihr kommen, versprochen. Doch erst braucht mich Halfdan. Tja, wo ist der? Wir zerschmettern sie im Frühling, nicht er. Das ist der Plan. Aber mein Volk leidet jeden Tag. Dein Volk? Regierst du ein Schattenreich? Dieser Krieg muss enden. Das ist mir das Wichtigste. Der Zeitpunkt zum Angriff ist... wenn ich es sage. Halfdans Hammer beschützt diese Lande. Sag das meinem Volk, König Rixige. Wie du wünschst, mein Herr. Wer ist das? Komm näher. Halfdan Ragnarsson, mein Schwertarm folgt deinem Ruf. Ich danke dir für deinen Tribut, Eivor Wolfsmal.
Deine Schlachten und Taten sind mir wohl bekannt. Und du bist die Heldin von Jofarvik, so singen es meine Skalden. Nicht irgendeine Heldin. Eivor brachte Ordnung in die Stadt, als König Rixiger es nicht konnte. Man sagt, du hättest eine Bande von Dieben und Verrätern ausgerottet. Nicht allein, aber ich führte den Schlag. Du gabst mein Silber den einfachen Leuten in Jofarvik. Den Männern und Frauen, die es am meisten brauchten. Eine törichte Wahl. Das Geld verließ nie König Rixiges Schatzkammer. Ich versuche, meine Entscheidungen in Zeiten des Krieges nicht zu bereuen. Wohl wahr. An uns zu zweifeln, würde den Sieg nur verzögern. Ich bereue es nicht, Faravid mit dem Schlag gegen die Pikten betraut zu haben, auch wenn Eivor den Sieg brachte. Eivor und ich streckten sie nieder, Jarl Halfdan, damit du anrauschen, in ein paar kalten Leichen herumstochern und den Ruhm einheimsen konntest. Alter Freund, wie Odins Speer verfehlen auch deine Scherze nie ihr Ziel. Ohne deinen Hammer wäre ich nicht hier, großer Jarl. Bitte nimm dies an. Dein Anteil der heutigen Beute. Wunderschön. Fränkisch, würde ich sagen. Was meinst du, Eivor? Ein Becher ist ein Becher. Was zählt, ist das Gebräu, das darin schwappt. Ein Quell der Weisheit, Faravid. Mit deiner Erlaubnis, Herr, ich muss zurück ins Kriegslager. Es ist ein langer, kalter Ritt. Ein doppelzüngiger, grinsender Ruhmjäger. Herr, als du mich riefst, da sagtest... Psst, nicht hier, nicht jetzt. Tanze, singe und fülle dich mit Ale. Danach treffen wir uns oben auf diesem Turm aus Stein. Dort werde ich eine Geschichte von Freundschaft und Verrat für dich weben. Eine Geschichte so alt wie die Welt. Dann können wir mal das so auf geheimnisvoll tun. Gehen wir jetzt hin? Der geht jetzt raus. Wollen wir da mal tanzen sollen? Eins, zwei, hops, hops, hops. Eins, zwei, hops, hops, hops. Der Finn ist Egelherr in Nordanland. In Vegard, du Sligir und Frackaland, der da Markars dort wandern. Der Quatsch vom Müsli. So, ich gehe mal lieber hoch. Was ist das hier? Kriegerin! Du kannst eine Axt schwingen, aber kannst du auch ein Horn stemmen? Was ist das? So wie Thor die Meere schluckte, vermag auch ich, viele Hörner zu leeren. Eine kühne Behauptung. Darauf trinke ich. Ach, wie ich das gesaugt habe, hast. Das ist überhaupt nicht meins. Schon schlecht. Nö, bei mir. Oh, Abvertreibe. Ach, komm. Es tropft dir vom Kinn. Ist doch schön für dich. Ich hab doch. Ich sag ja, das ist nicht meins.
Saufen ist nicht meins. Hier denen. Versuch dein Glück beim Knochenwerfen. Ist so gut. Mein Glück quillt über wie die Meeresflut. Nur das Schicksal kann mir den Sieg verwehren. Dann versuch es. Welches Schicksal halten diese Würfel für dich bereit? Ein Sieg? Nee, das lass mal, ist das so, wie wir es haben. Okay. Schon lange nicht gespielt. Schauen wir mal, ob es noch geht. Nicht schlecht. Wir versuchen natürlich auf die Segen aufzubauen. Macht er ja genauso. Nee, machen wir weiter. Und gleich zwei Glauben, das passt. Nicht so toll. Nur eins, zwei. Aber 12 ist gut. Und mal kleinen Segen reinhauen. So viel haben wir auf jeden Fall. Schon mal 5 Steinchen weniger. Das ist gut. Meinst du? Nee, einfach mal weiter. Was? Was das für Beschiss? Was ist denn das Schild immer los? Nicht raus. Zwei, also da glaubt man zwei, ich glaube aber da zwei. Das reicht. Ah, jetzt haben wir nochmal 3 Würfel, ich glaube ich spinne. Ich besiege. Naja, schaut ganz gut aus. Ja, was fällt das Angriff? Weil ich halte einen Angriff aus, aber er nicht. Schauen wir mal. Nö, brauchen wir nichts. Ich habe Halfdan zu lange warten lassen. Auf dem Turm aus Stein, sagte er. Tja. Nennt mich Nervi den Richter.
Wie geht's denn hier noch weiter hoch dahinter? Was ist hier noch? König Rixige. Ah, Eivor. Dein Verstand wurde in Jofavigs Rat vermisst. Ich bin im Geiste anwesend. Würdest du uns jetzt deine Weisheit leihen? Wir wissen einfach nicht, wie wir mit den Pikten im Norden umgehen sollen. Begegnet Eisen mit Eisen. Abschlachten. Nur so geht es. Und mit diesem Festmahl bereiten die Dänen ihre Klingen vor. Wir kämpften gut und siegten. Morgen werden wir wieder kämpfen. Aber man muss sich auch die Zeit nehmen, um zu feiern. Ich verlasse mich auf dein Fachwissen. Hacken, hauen und so weiter. Genieß das Fest, Eivor. Wie wahr. Ich verfasse einen streng formulierten Protestbrief. Aber Hacken, hauen und so weiter. Das ist immer noch weiter oben, oder? Was heißt, dann kann ich nicht lesen? Was bist denn du für einer? Hunde betteln nicht um Silber. Hunde wollen kein sein. Brenn. Doch ich bin ein Wolf. Ja, jedes Mal dreht er sich um. Ein Wolf. So. Ah, Eivor. Komm, lass mich dir ein Wunder zeigen. Oh ja. Das Wunder des Sonnenaufgangs, oder was? Boah, so hell. All das haben wir erobert. Er und ich. Gemeinsam. Du hast großes Ansehen, hast viele Schlachten in ganz Englerland gewonnen. Von der Ehre? Nicht allein, nein. Björn Eisenseite, der furchtlose Ober, Ivar der Knochenlose, Sigurd Schlangenauge. Alles große Krieger, meine Brüder. Gold ist gut und Schlachten besser, doch Ehre stirbt niemals. In den Hallen der Helden lebt ewig sie fort auf dem Rücken des Wagemuts. Zusammen eroberten wir, zusammen mit meinen Freunden, meinem Clan, Faravid allen voran. Ein Schwert macht noch kein Heer, Eivor. Selbst ein Held braucht treue Freunde, das habe ich nie aus den Augen verloren, niemals. Hast du Platz für einen weiteren unter denen, die du Freunde nennst? Was bedeutet dir Freundschaft, Eivor? Freundschaft lässt sich nicht in Worte fassen. Sie ist ein heiliges Band, eine unzerstörbare Kette. Die Worte einer Seherin, es ist wahrlich eine Art Magie. Du windest dich wie ein Aal in einem Korb, Halfdan. Wer hat dich gefangen? Freundschaft kann verderben, wie gammliges Fleisch. Nach all den Jahren wagt er es, meine Hand zu beißen. Faravid? Er scheint mir ein guter und treuer Mann zu sein. Scheint, ja. So wie ein strahlender Himmel im Winter warm scheint. Aber es gibt Gerüchte über kleine Männer, die im Dunkeln Verrat planen. Hast du einen Beweis für seine Schuld? Noch nicht. Hier wirst du Teil meiner Saga. Finde heraus, ob Faravid sich gegen mich gewendet hat. Dann sprechen wir von Schwüren. Wo soll ich beginnen? Gib mir einen Anhaltspunkt. Sieh dir das an, von einem Meereseinhorn. Ich seihe meinen Met und Wein damit. Ich habe von solchen Tieren gehört. Sie schwimmen unter dem Eis, jenseits der Grenzen der Welt. Und ihre Hörner schützen vor Gift. Glaubst du etwa, dass Faravid dich vergiften will? Ich fürchte, er hat es versucht. Zahllose Male. Und immer erfolglos. Du glaubst mir nicht, aber ich kenne ihn. Seine Weingeschenke, sein offenes Lächeln, sein Neid, seine Ränke. Finde die Wahrheit, grabe seine... Bringe seinen Verrat ans Licht. Warum betraust du mich mit dieser Aufgabe? Jofavik, du hast den Machenschaften von Audern und seinem Ratten hier ein Ende gesetzt. Das schaffst du hier auch. Wie ein gutes Schwert hat auch die Ehre zwei Schneiden. Ich helfe dir.
Quaravit ist auf dem Weg zu seinem Lagerfluss aufwärts. Schließ dich seinem Kriegstrupp an und suche so, dass er nichts merkt. Und wenn ich nichts finde? Wenn er ein guter und treuer Mann ist? Das wäre besser, viel besser. Nun gut, ich finde, was ich finde und kehre dann zurück, mein Freund. Vielleicht finden wir ja mal ausnahmsweise nichts. Lass dich von Farawit nicht täuschen. Er verheimlicht etwas. Wo müssen wir überhaupt hin? Ist so weit weg. Das ist da. Könnte man von da aus dahin laufen? Oder reiten? Meter. Mal schauen, was uns da erwartet. Unterwegs. Sei meine Augen. Das da vorne muss Farawits Lager sein. Schön, dass du durch sämtliches Gebüsch und alles siehst, wo das Lager ist. Kalt und schmutzig. Hier bin ich richtig. Kalt und schmutzig? Alles klar. Stürz dich doch ins Ginnungagap, du Bastard! Ich bin kein Hund! Und trotzdem bellst du schon wieder. Weil wir um Essensreste von Halfdans Tafel betteln. Wie Hund... Farawit! Ich wollte glauben. Eivor, wie schön. Gefällt dir Doncasters Gastfreundschaft? Eine Krähe, die angeflattert kommt, wenn Halfdan pfeift, kommt nicht unbedingt in Freundschaft. Ich wäre vorsichtig. Halfdan und ich haben geredet. Na und? Das ist unser Kampf, unsere Gelegenheit für Ruhm. Flieg nach Hause, Krähe. Leih mir ein Messer, Farawit. Ohne Eier werden Welpen ruhiger. Es ist cool. Ulf, verpiss dich. Kleine Männer, große Klappe. Und, war Halfdan großzügig? Hast du bekommen, was du wolltest? Wenn ich euch im Kampf gegen die Pikten unterstütze, werden Halfdan und ich Freundschaft schließen. Also weise mir den Weg, Farawit. Die Pikten haben das Kloster überfallen und alles Gold und Silber geplündert. Die Sachsen bauen mehr Kirchen als Scheunen und füllen sie mit Mönchsherden.
Ja, Klöster sind reizvolle Ziele. Nicht nur für uns. Wir haben die Pikten in den Norden verfolgt. Ich kenne den Ort. Meine Leute haben Elmet vor kurzem überfallen. Dann labten sie sich an den Knochen deines Festmahls. Ich bin bereit. Bringen wir sie unter die Erde. Halfdan hat dich nicht geschickt, um in diesem kleinen Scharmützel zu kämpfen. Warum bist du wirklich hier, Eivor? Er zweifelt an deiner Loyalität. Er befürchtet, dieser Kampf läge dir nicht am Herzen. Zweifelt an meiner Loyalität? Ich kämpfe für Halfdan. Töte für Halfdan. Blute für Halfdan. Und er zweifelt an mir? Nichts, was ich sah, würde mich ihn bestätigen lassen. Aber Halfdan scheint ein vorsichtiger Mann zu sein. Vorsichtig? Er war immer auf der Hut. Doch nun hat die Angst sich fest in ihm verbissen. Zu den Waffen! Erlegen wir diese Pikten! Passt auf Hinterhalte auf! Wär ich nur in Doncaster geblieben. Mehr Met, weniger Pikten. Für Wachdienst gibt es keinen Ruhm. Vorwärts! Die Pikten sind gleich da vorn. Geh voran, wir geben dir Rückendeckung. Ist hier nichts? Oder ist das Eichern noch? Okay. Verschlagenes Pack. Meister der Hinterlist. Gib auf dich acht. Ich will die Fetzen immer drauf. Wie, jetzt haben wir alle gesehen. Was wollt ihr an Zero? Was ist das denn? Sehe ich nicht. So ein Rotz. Du hast mehr Rotz wie Verstand. Warte mal, du gehst mit sowas auf die Eier, ne? Wer ist denn da jetzt ein Gebüsch? Habt ihr doch genau gesehen? Ei! Du wehst dich, du wagst es? Komm mal her! Habt ihr doch gesehen jetzt? Du bist doch da! Da hat sie nicht versteckt! Schön, dass du geguckt hast. Wieso muss ich da eigentlich alle alleine knüppeln? Was haben wir damit durch? Tor sei Dank, wir haben es geschafft. Das war gute Kriegskunst. Diese Höhle ist ein Durchgang. So überwinden die Pikten den Berg. Ein Geschenk. Du verfolgst sie durch die Höhle. Wir gehen außen herum und schnappen alle, die entwischen wollen. Hm, also gut. Rein, knabbeln, fertig.
Du mit deiner Drecksfackel oder was? So bin ich der Idiot, aber wieder durch die Hülle muss. So, jetzt sind sie gewollt. Oh, hübsch. Was läuft hier ab? Was ist das hier? Komm ich jetzt halt hoch oder was? Hallo? Ist er hoch? Was ist das hier? Ja, und könntest du den Baum hochklettern oder? Naja, ich wollte nicht da drauf hoppen und elegant darüber. Wo geht's jetzt weiter? Hier? Blindern muss es zunehmen, weil es sein. Tja, links oder rechts? Da gibt's bloß ein Brie. Oh, das war's. Hat sich das erledigt mit links oder rechts? Gottesfürchtige Orte zu überfallen. Ich sollte zu Hause schmausen, statt hier auf der falschen Seite der Mauer herumzulungern. Ha, halt's Maul! Bald feiern wir uns mit unseren Freunden, dann schmausen wir nicht. Ach, das sind Feinde, ich hab mal das in. Nehmt aus Stennwege mit, was ihr tragen könnt. Diesen Winter führen wir Krieg, doch werden wir im Kampf gegen die Dänen nicht allein sein. Niemand unterstützt die Pikten bei ihrem Kampf. Nur okay. Hm. Das ist schon geblendet, ja. Die Pikten sprachen von Stenwege, ihrem Lager. Das ist im Norden. Dort ist vielleicht ihr Anführer. Haltet sie auf, bevor sie Stenwege erreichen. Die rennen so schnell, dass ich die mit dem Pfeil erwische. Oh, mal Verfolgungsjagd. Oh, was Neues. Ich hab kein Ziel, du bist direkt vor mir, du Freckmilch. Ja, hau nur doch ins Kreuz und schau nicht zu. Pikten südlich der Mauer. Das gefällt mir nicht. Das war der letzte. Sammeln wir uns bei Stenwege. Wir müssen neu planen. Und wo rennt die jetzt alle hin? Interessant.
Alter. Die Pikten gehen im Winter nicht oft auf Raubzug. Ihre Späher sind tot. Die Pikten werden nicht wissen, dass wir hier sind. Die Hornissen haben uns zu ihrem Nest geführt. Da oben ist mehr als nur ein Anführer. Sieht wie das Kriegslager eines Heeres aus. Aber würden die Pikten es wagen, im Winter anzugreifen? Halfdan zufolge nicht. Und die Pikten könnten das zu ihrem Vorteil nutzen. Finden wir es heraus. So. Rein, alle knüllen. Warum führen die Pikten im Winter Krieg? Sie müssen einen Grund haben. Etwas, wofür es sich lohnt. Oh. Meine Treffsicherheit los, ja. Immer ein Pfeil wieder. War doch wurscht. Immer mal ein Pfeil. Habe ich nichts gesehen. Ich sehe zwar nichts, aber ich hau mal drauf. Ist immer noch. Wo ist er? Wo ist er denn? Sind flink wie die Wieserle, ne? Ja, ich hol mir jetzt den da. Und nun zum Häuptling der Pikten. Was hast du dir so gedacht, ne? Hat er überlebt? Ich will den Schweiß der Schlacht sehen! Ja! Was? Good luck, ja. Wünsche ich euch auch. Das tat weh. Aber was? Ey, aus! Platz! Sitz! Bleib zusammen, klar! Was geht denn hier? Das war Rasur. 1,8 in der B-Note, würde ich sagen. Oh. Wie schön, dass du dich hinten anstellst. Da macht der schon wieder, da macht wieder auf Weichei. Komm, steh mal auf jetzt. Schwächelt da hinten schon wieder einer. Komm, steh auf. Meine Güte, seid ihr Waschlappen. Oh. Das Licht da unten schon wieder einer.
Können die Waschlappen eigentlich erkämpfen oder was? Danke dir! Du bist Freund, ne? Sind nur noch Feinde. Da war einer. Das ist nochmal einer. Sablatt. Da gibt's Pfeile. Würde mal sagen, da rein, oder? Schön, die Tür ist offen. Tja. So, nur eine Stunde später immer noch wie. Hallo, Hölle. Na, Macho. Komm, wer hat schon was? Gehen wir doch gleich mal raus. So, so, wir haben keinen Plan mehr, wohin, oder? Dahinter, da ist auf jeden Fall noch einer. Da war es noch nichts aus deinem Glück. Das sind da unten ein ganzer Haufen Leute. Eivor, du gabst deinem Volk ein neues Zuhause, als deine Heimat karg und unwirtlich wurde. Du gabst den Wikingern etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Du hast es geschafft, diese zerrütteten Königreiche zu zähmen. Aber deine größte Reise steht dir noch bevor. Macht euch bereit. Wir müssen ein Königreich erobern. Nun geh, Eivor. Sichere dir deinen Platz in Valhalla.